Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. April ist wieder am Start und zwar bei der nächsten Vorstellung. Und zwar geht dieses Mal heute wieder um ein paar Lampen. Ich hätte fast gesagt LED-Lampen, aber das darf ich jetzt hier wirklich nicht in den Mund nehmen, denn ein Gartennachbar von mir hat sich tatsächlich ein paar richtig coole LED-Lampen bestellt und sagte so, guck dir die Dinger mal an hier und die sind auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Und ich sagte, yo, kann sein, aber hast du auch mal gelesen, was die für einen Stromverbrauch haben? Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. Edison Bult String Lights. Hört sich soweit schon mal ganz cool an. Wir reden jetzt hier von einer Gartenbeleuchtung oder irgendeine Beleuchtung drinnen, draußen, wie du willst. Das Ding ist auf jeden Fall IP65 wasserfest und kann draußen im Garten auch ohne Probleme benutzt werden. Das heißt, wir haben jetzt hier 12 Meter Kabel dabei und die 12 Meter Kabel, die hängen wiederum an verschiedenen Lampen. Und zwar an 30 Stück, die aus Echtglas sind. Das Coole daran ist, die haben halt ein wirklich sehr cooles Design und das Schöne daran ist auch wiederum, die haben einen schönen warmen weißen Ton. Das Schlechte daran ist, diese Lichterkette verbraucht 300 Watt. Da habe ich auch nicht schlecht geschaut. Guckt euch den ganzen Spaß jetzt hier erstmal an. Und zwar haben wir jetzt hier drei Ersatzbirnen dabei. Die liegen jetzt hier einmal mit drin rum. Die sind aus Echtglas, das sind G45 Glühbirnen, keine LEDs. Glühbirnen heißt wirklich, der Glühfaden hier innen drinne, der glüht wirklich und wird auch ziemlich warm. Ich habe mir die ein oder andere Amazon-Rezension durchgelesen und dachte mir so, Jungs, warum habt ihr den Stromverbrauch noch nicht gemessen? Das ist ja eigentlich schon fatal, im Jahre 2023 sowas hier ans Netz zu klemmen. Aber so, ich habe hier meinen kleinen Helfer und zwar das Strommessgerät dabei. Wir wollen gar nicht lang schnacken, sondern wir gucken uns das gleich um. Ich falle gleich um und ihr guckt euch das bestenfalls erstmal an. 227 Volt an Strom haben wir. Das Schöne daran ist, wir haben jetzt hier kein Netzteil dazwischen, weswegen auch hier zwischen größtenteils auch kein großer Einlasspunkt fürs Wasser sein soll. Wenn ihr die Dinger aufschrauben wollt, dann habt ihr hier so Adapter. Die müssen wir natürlich bestenfalls dann zusammenstecken. Die sind hier gummiert, da kann also kein Wasser eindringen. Wenn jetzt hier Regen oder Nässe, Feuchtigkeit passiert, schrauben wir das Ganze hier drüber. Dann ist das safe. Das Coole daran ist, wir können bis zu 50 Metern zusammenstecken. Jetzt sagte ich, das sind 12 Meter. Die verbrauchen 300 Watt. Das Ganze kann ich euch jetzt mal direkt zeigen. Dann kann man sich ja ungefähr selbst ausrechnen, was passiert. Strom in Volt. Ja? So, wir gehen weiter. Das sind jetzt hier Ampere. Wir drücken rein. Ein wunderbarer Farbton, aber wir haben jetzt schon 1,36 Ampere und dann fragt man sich, ja gut, ist ja eigentlich nicht viel, oder? Dann habe ich durchgedrückt bei meinem Strommessgerät und guck drauf, das sind 306 bis 307 Watt, nicht Volt, um Gottes Willen, nicht verwechseln. 307 Watt bedeutet, wenn bei euch die Kilowattstunde nur 30 Cent kostet, habt ihr alle drei Stunden 30 Cent durchgeorgelt. Das ist für Außenveranstaltungen, Partys vielleicht nicht der Welthit, aber wenn man sich bis zu 50 Meter zusammenklimpert, kann man mal ganz schnell eine Kilowattstunde verbrennen innerhalb von einer Stunde. Und das mit einfach 3, 6, 9, 12 mit 4 Lichterketten, wenn man das Ganze so möchte, ist der Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder auch schon mit 3 Lichterketten, da bist du bei 900 Watt und 500 Watt Strahler, wie gesagt, sind ja normalerweise heutzutage ja nicht mehr möglich zu kaufen, wenn man das so will. So, wir schauen mal ganz kurz rein. Ich halte mal die. Es ist unfassbar, wie heiß die werden. Also die sind wirklich relativ warm. Und ich habe gelesen, bei den Rezensionen handelt es sich um Fehlmutmaßungen. Die denken alle, das sind LEDs. Das sind keine LEDs. Guckt euch die Temperatur hier an. Die Dinger werden warm und die strahlen eine Hitze ab hier. Ich sitze mit dem Gesicht davon entfernt und werde sozusagen wie im Solarium gerade gebräunt. Das seht ihr hier ganz gut. Spitzentemperatur 55 Grad in der Mitte. Die Dinger flackern nicht, das sieht jetzt nur auf der Kamera gerade so aus. Die haben ein wirklich schönes, warm weißes Licht. Problem ist hierbei allerdings, das ist sozusagen, ja, Energieeffizienz, weiß ich nicht. Wir gucken uns den ganzen Spaß mal an. Da seht ihr es ganz gut. Hier steht es drin, IP65, alles cool und so weiter und so fort. Und die sehen auch schick aus, retro. Und dann Energieklasse G. Und da habe ich gedacht, wieso Energieklasse G? Was ist denn das Problem? Und dann beantworten die Leute das Ganze auch noch so, dass die Dinger nicht heiß werden. Also ich meine, hier 55 Grad finde ich schon ganz schön heiß dafür, weil wie gesagt, 300 Watt ist halt nicht ganz ohne. Das Ganze gibt es als LED-Technik natürlich dementsprechend auch weitgehend günstiger. So, wir ziehen das Ganze wieder raus, sonst ist mein Raum hier schneller auf 30 Grad erhitzt, als ich bis 4 zählen kann. Schön ist es, dass wir hier natürlich irgendwo die ganzen LEDs noch, die LEDs wahrscheinlich, fangen wir auch schon so an, dass hier die ganzen Ersatzlampen dabei sind, aber eine Wärme, die hier rauskommt, da habe ich am Anfang nicht schlecht geguckt und habe dann meinem Gartennachbarn gesagt, kannst du installieren?
Würde ich jetzt allerdings nicht machen, weil gibt es auch als LED-Technik und damit verbrennst du ja richtig Kohle, ja? Muss man wissen. Die Dinger gibt es auch alternativ mit Solar- und mit LED-Panel und das Coole daran ist, dass man die dann auch dementsprechend günstig anschließen kann. Und ja, warum sollte man dann hier solche Edison-Bulbs, auch wenn die cool aussehen, für 300 Watt an Stromverbrauch durchorgeln? Wem das natürlich egal ist, klar, aber wir haben jetzt gerade die Situation Blackout fast hinter uns, ja, sodass es bisher noch nicht dazu gekommen ist, aber wenn alle so eine Dinge am Garten auf 50 Meter einreihen, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt kommt noch ein kleiner Pro-Tipp direkt von meiner Seite aus, weil ja viele bei den Amazon-Rezensionen reingeschrieben haben, Mann, die Dinger sind ja gar nicht mal dimmbar. Da gibt es sowas, Steckdosendimmer nennen die sich. Die habe ich schon vor einer gefühlten Ewigkeit gekauft. Ich weiß nicht, ob das noch D-Mark war. Nee, das wären 4,99 € gewesen sein. Bestimmt schon 20 Jahre alt, die Dinger. Hab die bisher kaum benötigt. Die lagen bei mir mal im Schrank rum. Und jetzt guckt euch das mal an. Von wegen, die Dinger sind nicht dimmbar. Wir können jetzt hier Folgendes machen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze hier zu überprüfen. Und zwar sehen wir jetzt hier 305 Watt. Ja? Und wenn ich die 305 Watt natürlich ein bisschen runterregulieren will, weil die Helligkeit zu hell ist, dann drehe ich hier unten am Poti. Und kann auch dementsprechend die Leistung runterfahren. Dann sind die auch nicht mehr so hell und auch nicht mehr so energiefressend. Aber sie verbrauchen halt doch noch 150 Watt, was eine ganze Menge ist. Also wir können das Ganze runterdrehen bis auf 0 Watt. Dann passiert gar nichts. Wir können das ein Stück höher drehen. So, das seht ihr hier ganz gut. Und dann ist es schon etwas heller. So, zumindest lauft mal wieder an. Bis hierhin kriege ich sie runtergedimmt. Also bei 86 Watt ist das Minimum dabei. So, wir gucken mal ganz kurz durch. Das wären dann hier schon 10 Wattstunden durchgezogen, alles klar. 225 Volt, 0,8 Ampere, 86 Watt für eine geringe Helligkeit. Also das kriege ich auch mit einer 5 bis 10 Watt LED-Kette hin. Aber nur mal so als Tipp, die Dinger kann man tatsächlich dimmen. Ihr seht das jetzt hier ganz gut. Also sehr gut sogar. Kann ich jetzt hier lassen, 200 Watt. Ich drehe sie maximal auf, dann schnellt das Ding hoch auf 305 Watt. Und ich kann es auch wieder systematisch runterdimmen. Also eine coole Sache, aber wie gesagt, nicht sowas erzählen von wegen, solche Dinger sind nicht dimmbar. Die sind immer dimmbar, wenn es jetzt hier eine Glühbirne ist. Ihr seht das hier ganz gut. Ich drehe nochmal runter und ich drehe nochmal langsam hoch. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall für jeden erkennbar. Aber ihr seht jetzt schon, wie die Wattzahl hier im Vordergrund nach oben schnellt. Und ja, ich sag mal, wer gewissenlos ist, der kann sich das Ding natürlich für die ein oder andere Haus- oder Gartenparty gerne installieren. Aber ja, ich würde es nicht unbedingt tun. Um das Ganze natürlich nochmal draußen zu demonstrieren, habe ich es jetzt einfach nochmal draußen aufgehangen. Da seht ihr jetzt, die Lichterkette ist natürlich sehr hell. Das ist aber in Anbetracht der 300 Watt Stromverbrauch schon wirklich ziemlich genial. Muss man natürlich so sagen, es wäre ja schon doof, wenn sie wirklich ziemlich dunkel ist. Ihr könnt sie, wie gesagt, ja herunterdimmen. Das habe ich euch ja jetzt hier gezeigt mit dem dimmbaren Schalter. Einfach zwischenstecken in der Steckdose und dann die Dimmbarkeit runter- bzw. hochregeln. Dann verbraucht sie auch ungefähr etwas weniger Watt. Ist dann aber auch logischerweise zeitgleich dunkel. Wer da trotzdem mal Interesse dran hat, dem verlinke ich das Ding wie immer unten mal in der Videobeschreibung. Es ist auf jeden Fall ganz cool für den ein oder anderen Wintergarten oder Biergarten. Da kannst du gleichzeitig mit heizen, aber für den Stromverbrauch ist das Ganze natürlich eigentlich nichts. Dann bin ich an der Stelle erstmal raus. Bis zum nächsten Video und natürlich auf Wiederschauen.